Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tales of Vesperia. So, wir müssen uns heute auf den Weg nach Westen aufmachen, aber wir hören uns jetzt erstmal an, was es hier noch zu Ritas Ritas Alter zu sagen gibt. Ich schätze sie auf ein relativ junges Alter, ich würde sie so auf 15 schätzen, aber gucken wir mal. Have you been doing research in Ospio for a long time, Rita? Yeah, I guess about 5 years. 5 years? Wow. Rita, how old are you anyway? I'm 15. Wow, you're so grown up. I can't believe you were researching Blastia at 10. It's not a big deal. How old are you, Estelise? I just turned 18 this year. Time to grow up. Right. I'll do my best. Wow, da habe ich ja perfekt geschätzt. Dabei bin ich eigentlich mega schlecht im Alter schätzen. Ja. Au, 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 au. Wir müssen auch irgendwann nochmal in dieses Lager zurück, wo wir ganz am Anfang waren, wo ich keine Waffen gekauft habe. Ihr wisst, denke ich, welches ich meine. So, also nach Westen. Hier hinten? Hier kann ich auch so nicht weitergehen. Hier ist auf jeden Fall das Meer. So this is Emmett Hill? Yeah, but... Voll schön. Eine hübsche Gegend, oder? It's weird. The barrier's gone. You mean there was a barrier here? There was when I came before. Sort of a waste to have a barrier in a place with no people, if you ask me. Are you sure you aren't mistaken? I'm pretty familiar with the barrier locations, but here? You just haven't heard about this one. Nan told me it was only put here recently. Who is Nan, Carol? Huh? She's... she's just a friend from my guild. I'm gonna go see if I can find anything out. I think I'll have a look myself. All right, never mind us, guys. I'm not gonna go look for them if they get lost. Shall we, Yuri? So, schon wieder eine weitere Seite im Kampfbuch. Oh, was ist denn da passiert? Hey, hey, no outsiders allowed! Let me through. I'm Rita Mordio of the Imperial Blastia Research Laboratory. Oh, you're a mage from Ospio. Excuse me. Oh, but you can't just do as you please. Let me go and ask the... I could use some of her attitude. I think you have plenty already. A spear went thunk, the Blastia went bang, and he flew off into the sky like whoosh! Who did what? How? Someone riding a flying dragon threw a giant spear at the Blastia! And then just flew off! A human riding a dragon? No way! I've never heard of anything like that before! That's what I thought too, but a bunch of people here saw it happen! They say it was a dragon rider! A dragon rider. Well, the world's just full of surprises. Hey! What do you think you're doing? Let me go! There she goes again. Something is definitely strange with this Blastia formula. There's nothing strange at all. Perhaps you are... Just who do you think I am? I'm well aware of who you are. The famed genius mage, correct? But surely there are some formulas that even you aren't familiar with. You can't use a weird formula like this. Think of the poor Blastia. Hey, stop gawking and help us catch her. Fire! Hey, fire! What's with that kid? A fire? I don't hear anything or smell anything. Hey, you little liar. Crap, they caught on that fast?
Hey! You were with that kid! Wait a minute! You! There's a warrant for your... It's now or never. Ugh, you little... Wait! Yay, repeat! I'm sorry! Braver Hund. Hey, stop goofing off and help catch that kid! Damn! Okay, Carol ist abgehauen. Oh Gott, jetzt müssen wir den hier in dem ganzen Chaos finden. Puh, looks like we lost him. Rita, you should really think more before you act. That barrier Blestia was just so strange. I couldn't help myself. Strange? Something fishy about it? I have a feeling that may be an understatement. Well, our hands are already full as it is. So could you please keep us out of it? It doesn't concern you, regardless. Yuri Lowell! Where have you run off to now? Hey, Mr. Famous. Sounds like you've got a fan out there. Again? Well, that gives a new meaning to the word workaholic. Lady Estelise? I say, do come out of hiding! You guys have a lot of problems. Just who are you, anyway? Well, I'm... Yuri! Come out! Come out, wherever you are! You can talk about that later. Wait! Wait! It's me! Ah! Carol! Don't frighten us like that! Anyway, let's get our butts to Nor Harbor before things get any more complicated. Which way were we supposed to go again? Let's see. As the crow flies. Isn't this a beast trail? Can we really go through here? We'll go as far as we can, at least. I don't want to get captured again. We'll need to be on the lookout for monsters, then. What are one or two monsters to the brave Captain Carol? Yeah, that's right. Though if the barrier were up, we wouldn't have to worry about monsters at all. Oh, I can't stand it. Why does some idiot have to go around breaking Blastia and making our lives difficult? Und da ist Carol auch schon wieder zurück. Stopp, ich will mir das erst anhören, kleiner dicker Marienkäfer. Hey, Estelle. I noticed you keep looking in my direction. What's up? You don't mind if I ask? All right. Well then, here goes. This man. Are you in love with her? Nan is a girl's name, right? Is she the girl you wanted to show Halura's flowers to? No! You got it all wrong! I do? Man, she'd be so angry if she heard you say that. Carol, good luck with her! I'm rooting for you! Yeah. Well, thanks. That's encouraging. Ich bin ja mal noch gespannt. Ach guck, da hätten wir doch wieder den Ring nutzen können. Demnächst kann es auch bestimmt nicht schaden, wenn ich noch mal ein bisschen grinde. We're done. Was haben wir eigentlich gerade für ein Level? 16. Was zur Hölle ist das? Ich habe schon wieder den Ring vergessen. No! Macht nichts. Wie sieht das eigentlich gerade aus? Oh, wir haben schon wieder was Neues. Ah, so lange dauert es gar nicht mehr bis zu Level-Ups. Man, some people have some weird hobbies. I mean, who goes around destroying Blastia? I wouldn't really call that a hobby. If we ever come across whoever's doing this, I'll destroy him! But what if he has some reason for what he's doing?
They can have any reason they want. Destroying Blastia is unforgivable. Period. Oh! My neck! My neck! Oh! Help me, Yuri! Yeah, that'd take effort. Just play nice with each other, kids. Estelle! Do your best, Carol. Ach, schön. I didn't know flowers like this grew in the mountains. Rita, don't touch it. Inhaling Bilibili leaf pollen can lead to vertigo and strong feelings of exhaustion. Hey, what are you... Whoops, sorry. Carol, are you okay? You're interested in healing arts? Nah. It's no use. Healing arts don't work on this. We'll just have to wait until he recovers naturally. How long will that take? Carol, be strong. Rita, you're terrible. I said I was sorry. If you're all right, then let's go. Let's be careful to stay away from the Bilibili leaf from now on, okay? Carol ist echt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Red eyes, nights, why can't we just have a nice, fun, relaxing trip? You're one to complain, Yuri. Yeah, weren't those knights calling your name? But you're the one who was fighting with the mages, Rita. Please, everyone, we're okay, aren't we? I actually think it's kind of fun. If you think being chased is fun, you're gonna love the rest of this trip. Yeah, you may have written off what just happened, but we're still fugitives! Yay! Und da ist jetzt eine Truhe. Geht's noch dahinter weiter, oder? Warum habe ich das jetzt wieder? Warum habe ich den denn schon wieder nicht betäubt bekommen? Warum? Ach stimmt, mir fällt ein, ich sollte die ja alle mal mit dem magischen Auge angucken. Franziska. Im Westen gilt sie als Zeichen des Erwachsenseins, eine hochwertige Wurfaxt. Okay. Halt nicht Pause. Zauberabwehr, Objekt pro. Nehmen wir die doch mal mit, oder? Aber warum kämpfen wir jetzt mit der Wurfaxt? Aber hier. Kommen wir hier weiter? Nee, ne? Prompt verlaufen. Da ist auch nur eine Truhe oder geht's dahinter weiter? Wir gucken einfach mal. Autsch. Drei Gifttränke. Arznei, die Gift heilt. Okay, hier scheint es jetzt auch nicht weiter zu gehen. Irgendwo muss ich einen Weg verpasst haben. Wo geht's denn hier rum? That was a pretty big commotion over breaking a single barrier, Blastia. I don't know. It seemed like the commotion Rita caused was even bigger. Stop bringing up trivial details. Of course people would be upset. It was a barrier, Blastia. Blastia are intertwined with almost every aspect of people's daily lives. Good point. Things got really crazy back in the lower quarter when the Aqua Blastia broke. I hope they can fix it soon. Yeah, I mean, that's what we're going through all this for. Carol und, Carol und Rita wieder. We got a head start. All right, let's go!
Diesmal hat uns das einen Vorteil gebracht, das klingt gut. Nimm dies! Und das! Okay, hier haben wir auch noch eine Truhe, aber das macht nichts. Ein Mischgummi. Okay. Da wollen wir nicht drankommen. Huch, ach, der war hier oben. Ich dachte, der wäre ein bisschen weiter hinten. Das hat so ein bisschen wegen der Perspektive getäuscht. Au, 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 au. Resound, oh cry of victory! Or I just keep getting stronger! Yay, Carol hat ein Level up! Sehr nice! Warte mal, ich möchte erstmal noch hier hinten lang gehen. Ah, hier oben ist auch noch eine Truhe. Oh, ich glaube, den haben wir sauber gemacht. Kann das sein? Es wirkt so. Okay, und... nein, Trank des Lebens, den legen wir dann zurück. Ach, guck mal, hier scheinen wir aber richtig zu sein. Da oben ist der Speicherpunkt. Ja, komm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass wir jetzt nochmal den Weg zurückgehen, oder? Wir speichern jetzt hier ab. So, ich überspeichere mal wieder den Stand mit der bislang wenigsten Spieldauer. So, ich könnte zwar noch neue anlegen, aber macht ja nichts hier. So, ich würde mich für heute aber von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge schlagen wir uns dann hier weiter durch den Wald in der Hoffnung, dass wir irgendwann den richtigen Weg rausfinden und wir es dann auch... Okay, dann machen wir jetzt den Kampf noch. Und dass wir es dann auch zum Hafen schaffen, den wir momentan ja ansteuern. Ebenfalls in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht Flynn noch rechtzeitig erreichen. Das wäre ja auch mal cool, wenn wir den endlich mal kennenlernen würden, ne? Also dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Also dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!